Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Mass Effect. Einen Moment, so. Musste kurz mein Mikrofon noch ein bisschen richten. So, im letzten Part sind wir hier in Eos auf diese Asari getroffen. Haben die Glyphen entdeckt und so weiter und so fort. Und dann sind da diese komischen Maschinenteile gekommen. Und jetzt müssen wir. Hey, die Lebensfähigkeit ist auf 7%. Wow. So, wir sind hier. Das ist unser Auto. Was ist das? Das ist ein Erinnerungsauslöser. Dann hätten wir auf dem Weg zur Hauptquest, könnten wir noch die Nebenquest mit dem ersten Mörder machen. Also zuerst die Erinnerungslücke holen. Und dann den ersten Mord auf Andromeda klären. Oder zumindest probieren zu klären. Muss ich gucken, ob wir auch richtig fahren. Das ist ganz in der Nähe. Ich markiere es mal auf der Karte am besten. So. Ah, da hinten ist noch einer. Da hinten, ich sehe es. Ich sehe es. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Kann ich hier aussteigen? Jawohl. Sam, noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Oder sollen wir den zweiten holen? Der ist jetzt auch nicht so weit weg. Könnten wir eigentlich machen. Ja. Komm, den holen wir. Jojo. Das schadet uns bestimmt nicht. Jetzt ist nur die Frage, wo er ist. Ich sehe Feinde. Aber wo ist denn der Auslöser? Oh, der ist noch ein Stückchen weg, du. Der ist noch ein Stückchen weg, du. Ja, aber wir holen jetzt den. Die Stätte der Geißel befindet sich in der Nähe, Pathfinder. Die Reliktaktivität könnte instabil sein. Das macht nichts. Priorität hat die Erinnerungslücke. So, verfolgen die uns noch? Nee. Nee, nee. Da ist keiner mehr. Gut. Holen wir uns das Ding. Um mit dem Nomad steile Hügel hinaufzufahren, aktivieren Sie den Geländemodus. Ja, das ist der mit der rechten Maustaste. So, jetzt wohin, wohin? Ich bin noch weit weg irgendwie. Machen wir mal einen Boost. Ist es hier drin? Sieht ganz danach aus, so. B für Scheinwerfer. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel. Oh, da sind Cat. Wo haben Sie die denn her? Das spielt keine Rolle. Sie werden sie jedenfalls nicht behalten. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Ui, guter Schuss. Ich muss irgendwo Deckung finden. Da hinten am einen. Stirb! Alle weg. Sehr schön. Nehmen wir mal die Avenger. Keinen können wir. Ah, ein. Wo ist er? Wow, 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 Cora. Blöde Cat. Kannst du dich nirgends verstecken? Ryder. Ja, gehen Sie in Deckung. Wenn er nicht will. So. Regeneriere du mal die Schilde. Die anderen erledigen das.
Das geht schon. So. Aus dem Weg, Cora. So, den hätten wir auch. Schön verfehlt. Aber da seine Deckung so für den Arsch ist, ist das okay. Überreste. Eine Selkin. Sturmgewehr. Sauber. Du hast auch noch was? Ja, irgendwas für Lebenserhaltung. Und da ist noch mehr Cadmium. Ja, für was auch immer wir das brauchen. Okay. Können wir das scannen? Nope, können wir nicht. Na dann, auf nach oben. Weil da sollte der Erinnerungsauslöser sein. Noch mehr Cadmium. Ich denke mal, das können wir sicher mal noch brauchen. Oder ich hoffe es zumindest. Hier gibt es nichts zum Scannen. Naja. Was willst du machen? Bei der Erinnerungsauslöser. Oh ne, wir sind noch weit entfernt von dem. Okay. Ich dachte, der ist hier drin. Sie haben sie offenbar gefunden, während sie durchs All getrieben ist und dann hierher gebracht. Ja, super. Ich kann ihre Ursprungsposition nicht bestimmen, Pathfinder. Aber die Arche könnte noch intakt sein. Wie die Hyperion. Hoffen wir's. Ja, was ist denn das? Verschiedene Spezies. Ja, von wem ist es denn? Das sieht man ja nicht. Das sieht man nicht. Naja. Wir nehmen einfach mal alles mit. Munition. Dann sind wir hier oben fertig. Ja, waren wir eigentlich für nichts hier. Falls nötig, könnten diese Höhlen den Leuten eine sichere Zuflucht bieten. Wenigstens ist es hier drin kühler. Ist es draußen so heiß oder was so? Oder liegt das an meiner Anwesenheit? Das könnte natürlich auch sein, dass es so heiß ist da draußen. So, Rückwärtsgang. Und sauber gewendet. Sonst würde ich es jeden Tag machen. Aber wodurch geht es für diesen... Ja. Bin ich falsch gefahren, ne? Naja. Dann aktivieren wir die andere Quest wieder, wenn wir jetzt schon hier sind. Da ist noch was auf der Karte. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Aha. Interessant. Schauen wir uns das mal an. Abbauzonen wurden Ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. Sehen Sie, dort gibt es Schutz, Wasser, festen Boden. Die Stelle wurde wegen der starken Camp-Präsenz bei dem nahen Reliktbauwerk nicht berücksichtigt, ist aber in der Tat ideal für einen Außenposten. Ja, saubere Sache. Es kommt mir so vor, als würde man die einen nie ohne die anderen antreffen. Aber gut, dieser Ort ist perfekt. Scheiß auf die Kette, wir metzeln sie alle nieder. Die Jungs von Anlage 1 haben sich auch für die Monolithen interessiert. Haben sie was rausgefunden? Nur was man auf die harte Tour lernt. Aber hey, jetzt sind sie hier. Komm schon! Oha. Blödes Auto. Oh nee, ich steck fest. Drücken Sie eh, um den Nomad zu verlassen. Das will ich jetzt aber noch nicht. Ich will da reinfahren. So. Nein, nicht runter. Die Belastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Gut. Noch mehr Reliktbots. Aber die scheinen nicht feindselig zu sein. Meinst du? Oh? Sollen wir sie töten? Okay, sie sind feindselig. Versteck dich! Ich geh doch in Deckung! Du blödes Ding!
Meine Gesundheit sollte ich auch mal wieder ein bisschen achten. Scheißteil. Ein Assembler. Wow, wow, wow. Ach du Scheiße. Wir müssen den hier töten. Ja, auch noch mehr von den Kleinen. Ja, ja, ja. Da ist noch einer. Noch ein Assembler. So. Ich registriere eine starke Reliktverschlüsselung, Pathfinder. Um fortfahren zu können, müssen Sie sie aufheben. Lass mich doch zuerst mal hier. Ah, die Gesundheit ist aufgefüllt. Die Munition auch. So hat's Papa gerne. So. Entschlüsselung aufgrund fehlender Glypheninformation nicht möglich. Scannen Sie die Umgebung nach Glyphen. Ja, gut. Können wir denn hier so machen? Okay. Ich würde sagen, uns fehlt noch etwas. Ja, du hast recht. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Vielleicht da oben? Ja. Wir müssen wieder nach oben. Hey, Überreste. Keine Ahnung, was es ist, aber wir nehmen es. Okay, wir... Oh, shit. Wir müssen jetzt halt irgendwie da nach oben kommen. Nur... Wie stellen wir das an? Ich muss das Interface benutzen, das... Ah, vielleicht... Na, wie stellen wir das denn an? Da oben ist auch was. Oder das? Was ist das? Was haben wir denn hier? Eine. Ah, okay. Wir müssen nicht nach oben. Wir haben eine Reliktkonsole gefunden. Noch besser. Uiuiuiui. Ja, gut gemacht, Ryder. Ja, ich weiß. Das war verdammt gut. Über Sam können Sie direkt mit Reliktkonsolen interagieren, um verschiedene Geräte ein- oder auszustatten oder sie zu Ihrem Vorteil arbeiten zu lassen. Leuchtende Stromleitungen weisen auf aktive Geräte hin, verblasste Stromleitungen auf inaktive. Ja, jetzt kommen wir auch irgendwie nach oben. Saubere Sache. Na, dann scan die Scheiße mal. Nihilistische Glyphe. Okay, das lesen wir jetzt nicht, dass es ist. Was ist das? Ein unbekanntes Resonanzgerät. Das muss ja noch eine zweite Glyphe haben, irgendwo. Oder nicht? Doch. Da drüben. Und da ist die entsprechende Konsole. Kann ich das benutzen? Kann ich nicht. Okay, benutzen wir das Teil mal. Yeah. Ihr Interfacing war erfolgreich, Pathfinder. Ja, das habe ich gemerkt, Sam. Geht da hoch, mein Freund. Geht das so? Das geht nicht. Schön. Das geht auch nicht, das ist zu hoch. Dann neuer Versuch. So. Wie komme ich denn da hoch? Also schon hier. Ah, ach so, da kann ich scannen. Okay. Das müssten jetzt genügen. Eine Akkretionsglyphe. Na dann.
Probieren wir es nochmal. Entschlüsseln Sie den Reliktcode, indem Sie dem Raster Glyphen zuweisen. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe mehrmals enthalten. Och Gott. Aha, da haben wir schon. Okay. So. Keine Zeile, Spalte oder markierte Form darf dieselbe Glyphe. Was ist mit X? Geht nicht. Ja, jetzt muss ich noch ein Rätsel lösen. Ach Gott. Okay, und hier kommt dann... Was haben wir noch zur Auswahl? Die hier. Sieht gut aus. Dann haben wir diese und den hier. Aha. Dann hier kommt diese Glyphe. Und dann müsste hier... diese Glyphe sein. Erfolg! Ich bin so klug! Hey, so langsam habe ich den Bogen raus. Juhu! Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden Sie sich. Gute ist doch gut. Arbeit. Machen Sie weiter. Machen Sie weiter. Aber nicht heute. Nämlich morgen. Ach Gott, nee. Ernsthaft? Hat man hier denn nicht mal eine Sekunde Ruhe? Okay, dann ist doch noch nicht fertig. Versteckt euch. So, der ist schon mal ein Gesalbter. Ist denn du für ein Klotz? Ja. Los! Tötet ihn! Ja, natürlich war der gut. Der kommt auch von mir. So, wo sind die restlichen? Sein Schild lädt sich auf. Kurz nachladen. Arschloch! Bild ich mir das nur ein? Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relictech finden? Ja, natürlich. Das habe ich auch gerade gefragt. Fragt euch das ruhig, weil es stimmt. Oh, keine Energiezelle. Ein Cat-Helm. Schön. Oh, wir machen kurz die Munition aufladen. Ich musste nämlich ein klein wenig leiden. So, und jetzt ist Schluss für heute. Mit diesem Ausblick. Es ist zwar nicht so schön und nicht so klar, weil es ein bisschen sandig ist, aber das reicht für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.